Hey Kameramagier, um etwas in DaVinci Resolve rückwärts laufen zu lassen, musst du einfach nur mit Rechtsklick auf den Clip gehen und dann Change Clip Speed machen und hier Reverse Speed. Bam, und schon läuft es rückwärts. Und ja, das bin ich in dem Clip, der brennt. Das ist von meinem Zweitkanal, den du vielleicht da oben findest. Ansonsten findest du hier drüben noch geile andere Videos. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.